Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1404 hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir sind hier immer noch mit dem Blick auf dem sich einfach keinen Millimeter weiter bewegenden Kaiserdom. Und ja, was soll ich sagen? Zusätzlich ist auch noch die Pest ausgebrochen. Yay, richtig cool. Auf einer Insel, wo eigentlich Pestimmunität vorhanden ist, wenn man dauerhaft Kräuter vor Ort hat. Tja, guess what? Was ich nicht getan habe. Ordentlich Kräuter dagelassen. Deswegen haben wir jetzt mit der Pest zu tun. Schon das zweite Mal auf dieser Insel. Nun, ich sage, ein bisschen Schwund ist immer. Ist ein bisschen natürliche Auslese auch ein Stückchen weit. Aber es ist natürlich ein bisschen hinderlich, um unser Ziel zu erreichen, dass wir den Kaiserdom fertig machen. Was eigentlich dafür nur noch fehlt, ist eine stabile Bücherversorgung hier auf dieser Insel. Die ist allerdings nicht so einfach herzustellen. Denn unsere eigentliche Insel, wo wir Bücher produzieren, hat kaum noch Kapazitäten für weitere Bücher. Ich habe schon versucht, auf irgendwelche Art und Weise hier noch vier Indigo-Plantagen hinzuzimmern. Aber ihr seht es hoffentlich ein. Es ist langsam wirklich kritisch. Wir sind hier langsam an einem Punkt, wo man wirklich sagt, da geht nicht mehr viel. Ich weiß, oder ihr kennt mich, ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Ich werde jetzt hier nicht aufgeben, aber es ist schon schwierig. So. Und ich habe halt keine weiteren Eine Kapazitäten. Krankheit, ein gutes Geschäft, ist mir willkommene Abwechslung. Irgendwie noch was zu schaffen, in irgendeiner Art und Weise. Ziehet von dannen, Mensch, Ui. und preiset die Wunder. Ich habe 200 Ruhm geschenkt bekommen. Und musste dafür nur ungefähr 500 Brot opfern. Was ein guter Deal. Ist richtig schön. Versuche mal ein paar Steinstraßen zur Beschleunigung. Ich bin halt keine Freundin davon, jetzt irgendwie so halbgar hier irgendwie was hinzuzimmern, was gar nicht Aussicht hat, auf 100% zu kommen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich werde jetzt halt hoffen, dass irgendwie diese letzte Wie Holzfällerhütte geht's? hier noch Bleiben besser unter uns. das nötige Holz besorgt, und dann kann ich hier noch was hinstellen. Und dann habe ich genug für hoffentlich, wie viele Bücher? Eine Krankheit breitet sich auf Sechs unserer Insel Bücher aus. müssen das dann sein. Ja, ich habe dann hoffentlich genug für sechs Bücher. Vier mal sechs. Nee, warte mal. Doch. Nee, das stimmt. Das kann ja alles vorne und hinten Allerweileinigung. nicht. Es Das kommt ja ist alles vorne und immer hinten eine nicht Ehre. rum. 20 Indigo-Plantagen. Ja, dann habe ich mich ja von Anfang an verzählt. Von vorne bis hinten durch verzählt. Ich glaube, ich habe die Produktionskette falsch gelesen. Yay. Spaß, Spaß, Spaß. Oder ich kann kein Mathe. Beides möglich. Also jetzt nochmal zum Mitschreiben für die ganz bescheiden verständlichen Leute. Also, vier Indigo-Plantagen reichen für zwei Druckereien. Also wenn ich sechs Büchereien habe, brauche ich vier mal sechs, also 24 Indigo-Plantagen. Ja, und das kommt ja wohl nicht auf, das kommt ja wohl nicht hin. 24 Indigo-Plantagen. Ich brauche übrigens Einer auch dieser Holz für die Papiermühle, Papiergestellten ne? keine Waren mehr her. Merke ich gerade. Dann, lass mich mal kurz gucken hier. Dann nimm doch von hier Holz mit. Und gibt es hier wieder ab. Ich glaube, das könnte dieses Problem zumindest lösen. Habe mich gefragt, warum habe ich jetzt hier kein Holz mehr zum Bauen? Ja, turns out. Das wird ja auch für die Papiermühlen benutzt. Gibt es irgendeine Indigo-Fortbewegung? Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Ja, verstehe ich nicht. Er ist doch ein Arzt. Ich habe doch jetzt hier
das Zeug. Wahrscheinlich funktioniert es nicht, solange die Pest aktiv ist. Oh, ich kann das einfach abstellen. Ja, dann mach Gebrühe hier. Dann verbraucht doch nicht mein wertvolles Brot. Weißt du, wie lange ich daran stricken muss, das zu bekommen? Es geht auf keine Kuhhaut. Also, nochmal von vorne. Gibt es irgendetwas, wo ich hier Indigo-Platz umherfahre? Kohle, Kaffee, Wein sogar. Also Pandalmilch. Nein. Dem Namen nach auf jeden Fall nicht. Das heißt nicht, dass es auch nicht wirklich passiert. Ich habe ja teilweise schon auch hier gewisse Gewürz und Werkzeuge im Übrigen. Scheinbar. Ist auch, glaube ich, gar nicht mehr relevant. Kann man auch sein lassen. Hier, das ist hat ja nicht mehr viel miteinander zu tun. Teppiche. Ich überlege jetzt, ob ich die ganze Zeit schon unter Bedarf gewirtschaftet habe, aber es scheint doch stark so. Es scheint stark so. Dann, ja. Der Gedanke ist, auf einer zusätzlichen weiteren Insel dann Indigo anzubauen. Das Problem ist, es wird gerade hier nicht gehandelt mit dieser Insel von den anderen. Das heißt, ich kriege ab und zu, also keine von diesen kleinen Finanzspritzen mehr, die ab und zu vorbeischippern, wenn mal Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Das heißt, ich muss mich leider selber um mein Kapital kümmern und bei minus 10k wird mir der Geldhahn zugedreht. Dann muss ich in den Schuldturm. Ihr habt umfassendes Wissen hier, in den hier. Baukunst erlangt. In den Schuldturm muss ich dann. Aber es ist eine gute Position. Für den Medicus actually. Da kann der actually, kann er noch ein Haus hin. Wie schlecht bin ich eigentlich? Aber ich lasse nicht so viel Potenzial für ein Haus liegen. Ich hoffe, für ein weiteres. Wenn es weiter nichts ist, womit ich gegen ein gutes Geschäft habe, ich nichts einzuwenden. Ich helfe euch gerne. Wenn du gegen ein gutes Geschäft nichts einzuwenden hast, warum bist du dann so knauserig und gibst mir so wenig? Ich behilflich sein kann. Ich beschwere mich. Sie freut sich. Also sie kaufen jetzt nur noch von anderen Inseln von mir. Nicht mehr von der Hauptinsel. Die ist wegen Pest abgeriegelt. Ich gucke, also was die Kronleuchter angeht, aber das sieht echt nicht so gut aus. Wenn ich die Kronleuchter nicht stabilisiert kriege, dann können wir das auch direkt lassen. Den ganzen Spaß. 12 Kronleuchter scheinen ungefähr die Menge zu sein, die immer ankommt. Ich habe viele Kerzen, ich habe viel Messing. Und es kommt da hinten jetzt einfach nicht an, oder was? Was ist denn da los? Einmal mit Profis arbeiten. Ansonsten. Ich glaube, das wird es auch nicht besser machen. Es gibt Dinge, die machen Dinge besser, und dann gibt es Dinge, die machen keine Dinge besser. Ich versuche es einfach mal hiermit. Weil es gibt keinen rationalen Grund, warum die keine Kerzen da hinten haben. Gibt es einfach nicht. Es ist genug Kerze im Haus. Ein ganz und es sind genug Kerzen im Haus. Es handelt sich um eine dringende Staatsangelegenheit. Eine dringende Staatsangelegenheit. Oh Gott, ich hasse diese Aufgaben. Der Sultan ist echt immer. Der ist nochmal anders belastend. Vor allem Mandeln. Ich glaube, das habe ich. Das habe ich ein bisschen leichtfertig angenommen. Glaube ich. Die Geschichte hier. Da war ich ein bisschen leichtsinnig.
hier. Wo wird denn Mandeln? Wo werden Mandeln denn hergestellt? Ah, nee, doch nicht. Geht. Geht. Reicht. Reicht. Zucker scheint eher ein Problem zu sein. Aber diese ganze Geschichte hier, boah, schwierig. Wenn es weiter das jetzt noch, die Insel ist noch sehr unberührt und wenig genutzt. Ich muss Dinge verkaufen, sonst gehe ich pleite. Pliepla pleite. Ich will immer mal gucken, manchmal springt es auch einen positiven Wert, woher das kommt, welche dieser Aspekte dann aus irgendeinem Grund mal positiv wird. Es muss ja irgendwie, die Steuereinnahmen müssen sich ja erhöhen oder irgendwas anderes verringern. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Tja. Noria, du wirst leider noch ein bisschen länger ohne Wasser sein. Ich kann es mir nämlich nicht leisten, dich wieder aufzufüllen. Ich weiß, das ist jetzt ein Downer. Aber so ist es. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Patrizier hier. Die haben zu viele Bedürfnisse. Befriedigt Besitz zu 35%. Zu 33%. Jetzt müsste es wieder steigen. Wir haben ein gutes Geschäft gemacht. Vielleicht pendelt es sich irgendwann ein. Ich meine, ich kann ja jetzt nochmal eine Berechnung machen. Ich mache selten Berechnungen, aber diese tolle Webseite ist ja in der Lage, auch auszurechnen, was so der Bedarf ist. Also, wir haben 587 Bettler, 765 Bauern, 1065 Bürger, 7455 Patrizier und 3014 Adlige. Hallo, 14 so. Berechnen. 4 Kerzenleuchte. Das ist genau die eine Produktionskette. Die hier müssen dauerhaft eigentlich produzieren. In der Hoffnung, dass das irgendwie klappt. Und dadurch, dass ich jetzt die Zeit habe, brauche, um das abzuladen und zu beladen, zu entladen, ist es genau... Oh. Oh Mann, wenn man einmal nicht aufpasst. Oh. Oh Gott. Warte mal, welches ist der neuere? Der hier. 15.29 Uhr? Nee, warte mal. Doch, das ist der vom Anfang jetzt wieder, oder? Ich habe kurz Pause gemacht. Ich habe was gegessen wollen. Ihr wisst gar nicht, wie spät es ist. Es ist 16.37 Uhr. Leute, ich glaube, das Gefühl, ich schaffe es nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht schaffen. Da ist so der Wurm drin. Ich überlege, was ich tun kann. Ich überlege, ob ich die Leute da von der einen Insel werfe, aber das wird mir nicht dabei helfen, mehr Geld zu haben. Es ist alles extrem schwierig. Ja, wir haben die ganze Zeit... Die wir jetzt gespielt haben, haben wir jetzt verloren. Die ist wieder weg. Das war also die letzten 14 Minuten sind verloren. Ja, unglücklich. Sagen wir es mal so. Eher so unglücklich. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, ich mach das jetzt schon mal nochmal. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das eine gute Idee ist, das zu machen.
Hier brauchen wir jetzt die zwei Medikusse noch dazu. Das ist das Schiff mit den extra Kräutern. Und jetzt, ja, können wir weitermachen damit, Dinge zu verkaufen. So, ich habe einfach zu viel Gebäudekosten und zu viele Schiffskosten. Meine Gebäudekosten, meine Schiffskosten übersteigen meine Einnahmen. Die anderen Sachen sind, glaube ich, irrelevant. Also muss ich weniger Gebäude benutzen. Haben. Bauen. Betreiben. Aber ich mache das ja alles nur, damit die da glücklich sind. So. Wenn ich jetzt sage, ich entferne, zieht von dannen, gute Menschen, und preise die Wunder unseres Herrn. Noch konnte ich... Ich preise die Wunder. Hallo, hallo. Och, dieses Mausrad macht mich wahnsinnig. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es nützt nichts, wenn ich Leute ausziehen lasse. Also wenn ich wirklich Häuser lösche. Was soll das denn bringen? Potenziell. Was für ein Vorteil. Also monetär kann der ja kaum sein. Der Vorteil. Ich schlage ein. Eine Überraschung. Der Rat der Zehn dankt. Sehr gut. Ja, ich weiß, dass es sehr gut ist. Ich weiß das. Ich verkaufe alle Waffen, die ich habe. Ich bin Pazifist. Das ist, muss alles raus. Gut, ich mache das ganz schnell, was ich alles nochmal getan habe beim letzten Mal. Also, bevor ich gerade wieder verloren habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir schon hier im Schuldturm gelandet sind. Es ist auf jeden Fall schon ein ums andere Mal vorgekommen. So viel ich weiß. Bitteschön. Und hier... Ich habe jetzt hier einfach gar kein Holz mehr. Ich mache das jetzt. Ich kann deswegen zwar auch nichts bauen, aber... Irgendwann wird es wieder klappen. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt. Glaubt ihr an mich? Glaub ich auch an mich. Und hier steht aber auch 5 Bücher. Sie brauchen 5 Bücher. Und ich bin eigentlich auf dem Weg zum Buch Nummer 6. Naja, zumindest ein bisschen. Ich brauche mehr Indigo. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich brauche mehr Indigo. Okay. Erster Schritt zum Indigo ist erstmal eine Fruchtbarkeit. Würde ich sagen. Wir besorgen uns jetzt eine Indigo-Fruchtbarkeit. Ich habe gerade darüber nachgedacht, es hier einfach zu machen. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Ja, und nu? Was mache ich jetzt? Ich sage immer, wer krank ist, sollte zu Hause im Bett liegen bleiben. Anstatt irgendwie durch die Gegend zu hüpfen. Aber wer bin ich schon, das einzuschätzen? Wer bin ich schon? Ich glaube, ja, keine Ahnung. Die Einnahmen hüpfen wahrscheinlich zu sehr hin und her. Das werde ich wieder, da werde ich mir wieder ins Knie beißen, wenn ich das vergesse, wieder zurückzustellen. Beim nächsten Mal. Ich werde allen Leuten maximal alles abknöpfen, was geht. Mehr kann ich mir nicht leisten. Das sind auch, glaube ich, die einzigen Inseln, die überhaupt Bevölkerung haben hier. Ah ne, hier noch. Aber die sind schon von Natur aus lediglich ausgeglichen. Das gefällt mir. Die haben so einen ausgeglichenen Charakter. Würde man sagen. Bauern. Bürger. Kommt zum
Tja. Jetzt habe ich zumindest die Gebäudekosten raus. Der Rest ist jetzt nur noch Schiffskosten. Ich habe auch sehr viele Schiffe. Muss man zugestehen. Ich musste ja sogar schon mein Schiffslimit künstlich erhöhen. Das normale Schiffslimit hat mir nicht mehr gereicht. Muss man ja auch so sagen. Ach, ich habe gerade Bücher voll erfüllt. Für ungefähr 2 Minuten. Und dann ist wieder vorbei. Holz ist jetzt hier angekommen. Ich würde gerne sagen, das ist das letzte Indigo, was wir hier brauchen, aber das stimmt halt leider nicht. Das stimmt halt leider nicht. Ich bin jetzt ganz verzweifelt. Ich mache jetzt solche Moves hier. Ich gehe nicht mehr auf 100%. Dann wären es halt nur noch 63. 63 ist besser als nichts. Hier nochmal 63, bitteschön. 2x 63 sind auch 120, sage ich immer. Jetzt habe ich quasi 22. Quasi 22, Indigo. Ist eine krumme Zahl, ich weiß, eine krumme Summe. Aber was soll man machen? Auf 100. Lukrativ. Kerzen. Messing. Aber krass, dass das alle, dass die alleine 4 Kronleuchter benötigen. Das ist krass. 22, wo kommen die denn her auf einmal? Wenn ich fragen darf. Hat er vergessen, beim letzten Mal die abzugeben. Ist einfach. Meinte er, können sie dann beim DHL-Shop. Oder nee, warte, bei der nächsten. Wir versuchen es am nächsten Zustelltag nochmal. So, der Move war das gerade. So ein Move. Lager leert sich. Lager leert sich. Also. Es könnte halt ganz knapp klappen. Was passiert denn, wenn ich jetzt das hier eigentlich mache? Werdet ihr dann unzufrieden, ne? Wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht könnte das auch eine Taktik sein. Zu sagen, benutzt das einfach nicht. Damit die Patrizier aufsteigen. Ja. Ein ganz. Es handelt sich um eine dringende Staatsanlegung. Die, witzig, ne? Das scheint wirklich alles getimed zu sein. Diese Aufträge auch. Habe ich das Gefühl. Das ist ja jetzt doch kein Zufall, dass ich genau die gleiche Aufgabe ungefähr zur genau gleichen Zeit erhalte. Oder? Ich glaube nicht. Ich werde eine Messe lesen lassen. Euch zu Ehren. Ich versuche jetzt mal diese Taktik. Habe ich noch nie benutzt, diese Funktion. Ich habe mich immer gefragt, wofür braucht man die eventuell? Das könnte genau für so einen Fall jetzt sein. Weil ich dachte mir, ja, es hilft mir ja nicht, wenn die Patrizier aufsteigen, weil als Adlige verbrauchen sie ja auch immer noch das Zeug. Jetzt verbiete ich denen das einfach. Ich verbiete denen das. Gut, jetzt ist das Haus hier nicht voll, aber wenn es dann genug gibt, keine Ahnung, vielleicht klappt das. Ach, was soll schon schief gehen, ne? Was soll schon schief gehen? Ich kann mir gar nichts vorstellen, was da schief gehen kann. Wir haben hier nicht das Ziel, besonders Gutes zu machen. Wir müssen einfach nur fertig werden. Das ist das Ziel.
Und ich sehe jetzt zumindest eine Möglichkeit. Und jetzt kommt er scheinbar hier immer wirklich mit 24 an. Das ist schon nicht schlecht. Ich muss das beobachten. Ob die gleich sich dazu entscheiden, aufzusteigen. Es ist so viel Spannung, man kann es kaum aushalten. Ich bin hier heute 2 Stunden am Machen jetzt fast. Und ich habe nichts, keinen Fortschritt gemacht. Okay, Gott, was? Hilfe. So gesehen habe ich die Kerzenleuchter. Die habe ich implementiert, die waren vorher nicht da. Jetzt dürfte es eigentlich keinen Grund mehr geben. Ja, sie steigen jetzt auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass ich diesen Tag noch erlebe. Ich hätte es nicht geglaubt. Die Pest scheint zumindest ein bisschen zurückzugehen. Wenn auch nicht viel, aber ein bisschen. Sage ich nicht nein. Gehe ich eher nochmal Kräuter holen. Potenziell. Mehr Kräuter braucht das Volk. Ja, klar. Ist das Werkzeug jetzt hier voll? 27 Unterhalt für eine Werkzeugschmiede, ey. Das ist ja auch, die nehmen es wirklich von den Ärmsten der Armen. Und damit meine ich mich. Ich bin die Allerärmste hier. Der ist aufstiegsbereit, dann tu es auch, bitte. Wenn du schon bereit bist, dann tu es auch. Ich weiß immer nicht so genau, an welcher Basis dann diese Geschichten gemacht werden. Das kostet halt auch Geld, glaube ich. Jede Transaktion, jede Erhöhung muss bezahlt werden. Unter anderem auch mit Glas und so. Je mehr Patrizien kommen, umso mehr Arztzettel zu finden. Boah, das wäre so, ich würde mich echt freuen, wenn wir es heute noch schaffen würden, aber ich weiß nicht, ob das in 10 Minuten realistisch ist. Weiß es nicht. Mal schauen. Die Kohle scheint sich ja echt nicht vom Fleck zu bewegen. Beeindruckend. Beeindruckend. So. Ich gehe jetzt mal zur Kaffeeinsel und versuche jetzt hier mal Indigo anzubauen. Und dann hoffen wir. Hoffen und beten wir, dass das irgendwie klappt. Du nimmst jetzt nochmal ein paar Kräuter mit. Ich weiß, dass ich damit meine Bierproduktion verletze. Ist mir bewusst. 9 Adelstitel verfügbar. Zwar 3200. Noch 300. Dann haben wir es. Und dann brauchen wir nur 540 Stein und 360 Dings Werkzeug. Und dann... Also ich bin mir jetzt nicht sicher... Vielleicht ist das schon die letzte Stufe. Ich kann es immer nicht ganz... Ich verstehe diese Darstellung hier immer nicht. Weil das leuchtet jetzt irgendwie so. Und das ist irgendwie noch nicht... Also, aber die Materialien sind von der letzten Stufe. Also, es könnte auch die letzte Stufe sein. Wichtig ist, dass wir jetzt wieder Sachen verkaufen. Gleich... nicht pleite gehen. Meine Lager steht mit diesem Handel, den ich niemand möchte hier pleite gehen. Niemand hat die Absicht, pleite zu gehen. Vor allem, die wissen nicht, dass wir, sobald sie Adlige sind, sie das nicht mehr haben dürfen, ihre scheiß Kronleuchter.
So perfide von mir. Richtig, richtig perfide. Weil das sind halt auch eine, es sind eine Menge Leute, die da darf anmelden an Sachen. Eine Menge, Menge Leute. Die Frage ist, ob die Adligen mehr brauchen oder weniger davon. Jeweils. Ich habe Verantwortung und aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ich kann es kaum erwarten. Leute, vielleicht ist nächstes Mal die letzte Aufnahme. Das wäre doch was. Das wäre doch was. Ja. Ich hoffe doch. Das wäre so schön. Dann hätte ich endlich mal ein Erfolgserlebnis. Das ist schon viel zu selten in meinem Leben. Erfolg mit irgendwas habe. Also, ich brauche hier 40, 80, 120 Datteln. 80, 110, 80, ja, 120 Datteln. 120 Mandeln, Datteln und Gewürze. Gewürze. Auch so viele und Datteln. Schauen wir mal, was wird. Würde ich sagen. Ich sag das jetzt die ganze Zeit, ne? Komm jetzt! Noch 20. Eine Produktion kommt, da müssen noch zwei Häuser aufsteigen. Ihre Ansiedlung wurde ein neuer Start. Es ist passiert. Ja, ich möchte es in Angriff nehmen. Es sind die Fenster, glaube ich. Ich habe es tatsächlich geschafft. Oh Leute, wir haben jetzt schwer fast durch. Also mit unseren selbstgewählten Siegbedingungen natürlich. Hoppala. Und die Pest ist auch vorbei. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Ja, und 720 Werkzeuge, komm. Das ist uns doch das geringste Problem hier. Die holen wir uns von hier einfach ab und schippen die darüber. Und Stein, Glas für die Fenster haben wir ja quasi vorhanden hier. Geil, Mann. Ich glaub's nicht. Ich glaubte nicht, dass wir das geschafft haben. Nachdem ich am Anfang war, ich so, nee, ich schaff das nicht. Und dann sind wir wieder pleite gegangen. Gut, wir gehen auch gleich wieder pleite, aber ich speichere ich kurz. Nur so, ab und zu kann man ja mal speichern. Machen wir so selten. Warum eigentlich? Braucht man sich doch nicht für schämen. Für so eine kleine Speichereinheit. Safety first, wie ich immer so schön sage. Spiel gesichert. Oh. Ich muss sagen, ich bin aber auch geistig bereit. Bin geistig emotional bereit, Anno hinter mir, also Anno 1404 hinter mir zu lassen. In dem Fall. Das muss ich schon zugeben. Das muss ich schon zugeben. Ja, wir haben jetzt den vorletzten 7500 Adlige. Das kann ich mir gar nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das klappen soll, muss ich ehrlich sagen. Wie und auf welche Art. Also dadurch, dass du ja immer von den unteren Stufen irgendwie brauchst, um Titel da zu kriegen und so. Also weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht persönlich. So, Kriegsmaschinen hier und da. Hier und da und alles, was noch nicht bei 3 verkauft ist. Unterm Arsch wegverkauft. ...28 von 35 AC verfügbar. Ich lasse so viele aufsteigen, wie geht. So, denke ich mir. Warum da jetzt kleine Brötchen backen? Hier auf der Baustelle geht
Ah, es ist so toll. Es geht gut voran, Leute. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, aber danach ist es geschafft. Länger als 2 Stunden dauert es auf keinen Fall. Das ist die Dauer, die wir beim nächsten Mal zur Verfügung haben. Tja. Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen. Der Kaiser schätzt sich glücklich. Ja, noch mehr Bücher zu haben, ist echt schwierig. Ich brauche ja auch noch Indigo für die Teppiche. Merke ich gerade. Also das klappt hinten und vorne alles nicht. Mit der Menge an Indigo hier. Naja. Ich beschäftige mich jetzt die letzten Momente hier noch mit gar nichts. Weil ich kein Material habe. Cool. Habe ich die schlafen gelegt? Nein. Nö, habe ich nicht gemacht. Sie haben sich einfach trotzdem dazu entschieden, dass Produzieren jetzt nicht so gerade ihre Priorität ist. Verstehe ich auch. Schickt uns nicht weg. Wir machen euch bestimmt kein Ärger. Wir dürfen bleiben. Ja, aber nur weil ich gerade Geld habe. Ihr habt das eine einzige Mal die Möglichkeit gefunden, mich zu fragen, wenn ich halbwegs genug Geld habe. Und deswegen bin ich okay damit. Ich bin okay damit. Ich würde jetzt mal einfach aus Jux und Tollerei nochmal eine Berechnung machen. Und schauen, ob sich das irgendwie hier verändert hat. Mit meinen Bedarfen. Ich habe jetzt immerhin irgendwie 700 Patrizier weniger. Nee, es scheint immer noch ziemlich gleich zu sein. Ich habe jetzt nicht alles verglichen. Ich habe mir nur so die Hauptsachen gemerkt. Das sind immer noch 5 Bücher und 4 Kronleuchter. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Genau. Von welcher Insel können wir noch Werkzeuge klauen? Der Werkzeugklaufeldzug. Er wird in die Geschichte eingehen. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Es ist ihm eine Ehre. Eine wir Ehre. Haben ein gutes Geschäft gemacht. Röschenhof. Deswegen Röschenhof kriegt doch so viel Kaffee. Hat noch oder nicht? Eher nicht. Naja. Genau. Kann ich mir das merken, dass ich in Scheffelsberg Indigo brauche. So. Ich liebe Nachrichten an die Zukunft. Anne, die freut sich immer so, dass sie Aufgaben noch überlassen bekommen hat. Von aktuell Anne. Auf ihrer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Mhm. Karte. Bringen Sie Berichte. Okay, ich muss also 3 Berichte sammeln. Dann brauche ich doch noch mehr Datteln. Schade. Schade, schade. Ich dachte, ich Ihnen muss nur 1. Oh mein Gott, ich habe die Brokatgewänder freigeschalten. Ich habe doch jetzt wirklich die Brokatgewänder freigeschalten. Jetzt haben die auch nicht mal mehr was anzuziehen, die Leute. Ich bin schockiert. Jetzt brauchen wir noch Gold. Theoretisch, wenn wir da Bock drauf haben. Ich weiß nicht. Wenn Zukunftsanne nächstes Mal gar nichts zu tun hat, versuchen wir es nochmal. Ist eigentlich nur Gold und ein bisschen Seide. Das ist ja nichts Wildes, ne? Das hat man ja eben mal so rumliegen, glaube ich. Würdet ihr auch so sehen, ne? Was rumliegt, liegt rum. Ja, supi. Würde ich doch sagen. Ich muss wohl den Wechsel der Generation. Ich hoffe doch sehr, euch hat diese Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Und abonniert den Kanal, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge Anno online geht. Aktuell gibt es die immer am Samstag um 15 Uhr.
Und ihr könnt mich ja mal auf Twitch besuchen, twitch.tv/aufwand-anne. Da gibt es dann den Live-Content von mir und ich würde mich freuen, wenn ich euch mal da sehe. Dann sage ich bis hierhin vielen lieben Dank fürs Zusehen. Habt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.